Jetzt haben wir uns die ganze Zeit mit Schall und so weiter beschäftigt, gerade auch für die Mediziner. Auskultation, ne? Also das genaue Hinhören, das Abhören im Stethoskop oder sowas, das betrifft das ganz besonders. Aber das kennen wir alles aus der täglichen Erfahrung. Die Absorption, also das Schlucken, das Aufnehmen des Schalls und Verwandeln in Wärmeenergie, ja, hängt von eigentlich drei entscheidenden Sachen ab, und zwar einerseits von der Entfernung. Wir kennen das alle aus dem täglichen Leben. Es sagt jemand was und wir sind zu weit weg, dann gehen wir drastisch näher ran. Hä? Wie bitte, fragen wir? Gehen drastisch näher ran, aha, und haben es verstanden. Am besten lassen wir es uns kurz ins Ohr flüstern. Ich meine jetzt bei gleicher Intensität. Also nicht flüstern, darum geht es nicht, sondern drastisch wird es, wenn jemand nur flüstert, von Weitem gar nicht zu hören, von Nahem, ja, dann geht es. Die I-Intensität, Intensity, kennen wir auch von der Stromstärke, nimmt man gerne, um dann dieses Gesetz hier auszudrücken. Komme ich gleich drauf. Es hängt andererseits auch, ach so, die Entfernung wird gerne in diesen Formeln hier mit d wie Distanz oder x einfach als Entfernung oder z angegeben. Also lasst euch da nicht groß verunsichern. Es hängt aber auch vom absorbierenden Material ab. Typisch, wenn wir in der Luft, also den Luftschall hören, dann hören wir lange, lange, lange keinen Zug. Leute, macht das nicht, aber Metalle zum Beispiel leiten, also absorbieren weniger den Schall, sondern leiten ihn ganz gut weiter. Das Umgekehrte von der Absorption ist die Schallweiterleitung. Wer mal das aus alten Westernfilmen gehört, kennt, die haben sich gerne mal mit dem Ohr auf die Schiene gelegt und haben gelauscht, ob der Zug bald kommt, den sie dann überfallen können. Das ist aber wirklich so, wir haben es früher als Jungs probiert, es war schweinegefährlich, sollte man nicht machen. An der Luft hört man es gar, also lange nicht, und dann ist der Zug schon da, überraschend. Notfalls legt man sich auf die Schiene, also macht's nicht. Aber das hat wirklich damit zu tun. Jetzt medizinischerseits. Das Material, welches den Schall weiterleitet, ich habe jetzt hier mal aus Blödsinn ein Herz hingemalt, das Material ist auch sehr wichtig. Wenn ich hier eine Hautschicht habe und ich habe einen Muskelmann mit Sixpack oder Eightpack oder sowas, natürlich nicht beim Herzen, dann lässt sich das wesentlich leichter abhören, die Lunge oder Herztöne oder was auch immer. Wobei, wir dürfen ja nicht Herztöne sagen, ne? Ich habe hier noch Videolinks angebracht. Ihr könnt euch nochmal zu den einzelnen Dingen dann informieren. Das Video wartet hier, das bleibt stehen, wenn ihr hier auf die Videolinks draufklickt. Hier auf das I achten. Gut. Der andere Extremfall ist, wenn wir es mit einem dicken Menschen zu tun haben, der noch eine Fettschicht dazwischen hat. Also es hängt wirklich vom Material ab. Hier auf die Frequenz komme ich gleich. Wichtig ist, wenn ich das hier irgendwie einsetze, miteinander multipliziere, das eine, die Entfernung wird echt in Zentimeter meistens, aber auch in Meter angegeben, je nach Medium. Also in Feststoffen eher in Zentimeter, in der Luft, also in Gasen, dann eher in Metern, beziehungsweise das absorbierende Material mit einer Zahl und einer Einheit von 1 durch Zentimeter, also 1 pro Zentimeter oder Meter. Dann hebt sich nämlich das hier wieder auf und hier komme ich dann gleich drauf. Es hängt aber auch, und das kennen wir alle aus der täglichen Praxis, stark von der Frequenz ab, wie stark etwas absorbiert, also geschluckt wird. Wenn wir hier eine einfache Wand haben, Betonwand, Trockenbauwand, ganz egal. Wir haben dahinter einen, naja, so einen richtigen schönen Ghetto-Blaster stehen. Und die Höhen und Mitten und Tiefen, also schöne, klare Musik, die sind hier auf der Seite natürlich wunderbar zu hören. Auf der anderen Seite der Wand hören wir vor allem die Tiefen, weniger noch die Mitten und kaum noch die Höhen. Also Zischlaute zum Beispiel bei einem Sprecher sind hier noch nicht mehr groß zu hören. Das heißt, die hohen Frequenzen werden besser gedämpft, absorbiert. Gucken wir uns mal die Formel an. Die Intensität, die ankommt an einem bestimmten Ort, ist abhängig von der Ausgangsintensität. Und jetzt mal E hoch und jetzt minus░ mal x oder Alpha mal x oder was auch immer. Also, das heißt, die Intensität, die rauskommt, die ist blöderweise gedämpft und zwar exponentiell. Das Minus kommt deswegen, weil wir bei der E-Funktion sonst keinen Abfall darstellen können. Die normale E-Funktion, die lief ja eigentlich so hier, von hier bis hier. Hier ist der Punkt 1, das ist E hoch x. E hoch minus x ist die braune. Deswegen der Abfall, deswegen auch hier das Minus. Ansonsten ist das
Also ganz leicht zu erklären, die Intensität nimmt exponentiell ab in Abhängigkeit von Material und Entfernung. Das haben Lambert, das war ein Schweizer, man könnte vielleicht auch Lambert sagen, und Bär vor allem herausgefunden. Was folgt jetzt daraus, vor allem für die Mediziner? Die anderen, die können ausmachen. Obwohl, vielleicht ist es für die anderen auch spannend. Jetzt stell dich mal einen Onkel Doktor vor, der sagt, so, dann höre ich mir mal Ihre Lunge an, wenn Sie da so einen tollen Husten haben. Er möchte also irgendein Geräusch vom Inneren des Körpers wahrnehmen. Und jetzt stell dich mal vor, man lässt den Pullover an, das Hemd an, das Unterhemd an. Dann sind dazwischen schon mal Luftschichten. Und wir hatten ja gesagt, nochmal hier dran zu erinnern, Luft dämpft den Schall mehr als Feststoffe. Gut, jetzt haben wir hier nicht unbedingt Feststoffe als Haut und so weiter, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen sagt der Arzt auch, nun ziehen Sie sich mal aus. Und selbst das Unterhemd möchte er nicht mehr sehen, weil dann wieder eine kleine Luftschicht ist. So, jetzt stellen wir uns vor, wir haben es mit dem Dicken zu tun. Dann kommt erstmal die Haut, dann kommt erstmal ein Stück Fett und dann kommt ein Stück Muskel und dahinter liegt das Geräusch, der wird es schwer haben. Und was er hören kann, ist auch wieder frequenzabhängig. Das heißt, die zischenden Geräusche, die werden relativ dumpf rüberkommen. Alles, was niederfrequent ist in diesem Geräusch, das wird hier noch relativ gut zu hören sein, aber ganz grelles Pfeifen oder sowas wird er hier kaum hören können. Nebenbei in der Ultraschalldiagnostik. Ultraschall, nochmal hier notfalls auf den Link gucken, was das ist. Da kann man sagen, dass die Intensität, die messbar ist, bei zum Beispiel 3 MHz Ultraschallfrequenz und 2 cm, man sagt auch Eindringtiefe, beziehungsweise ich sage mal einfach 2 cm Schichtdicke zwischen dem eigentlichen Geräusch, was wir hören wollen, und dem, was wir auf der anderen Seite hören, ist bloß noch ein Halbmal der Intensität des Ausgangsgeräusches. Bei 7 Megahertz, das ist ein bisschen mehr als das Doppelte, ist das bloß noch 1 Zentimeter. Das ist das Dumme. Da hören wir schon nur noch die Hälfte. Und so weiter und so fort. Die andere Sache ist, je feiner, also je hochfrequenter, umso feinere Strukturen kann man aufnehmen. Wir kommen dann aber, werde ich hier zum Schluss wahrscheinlich später dann anbringen, nochmal die Links zu Ultraschall und Ultraschalldiagnose, Diagnostik und. So, ich hoffe, ich habe ein bisschen zum Thema Absorption zusteuern können und würde mich auch mal über Kommentare freuen und Wünsche, was ich noch extra vielleicht auch aus medizinischer Sicht behandeln soll oder einfach so aus der Alltagsphysik. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.